Entweder du wirst mit gutem Aussehen, Charme, Charisma und Glück geboren oder du hast die Arschkarte gezogen. Das denken viele Männer. Ich wurde in der Schule verprügelt, fast jeden Tag. Und ich habe bis in mein Erwachsenenalter jede Frau, der ich jemals meine Liebe gestanden habe, verloren. Und trotzdem bin ich heute einer der führenden Flirtcoaches im deutschen Raum und bringe Männer regelmäßig dahin, die richtige Frau zu erobern und auch zu behalten. Und das Selbstvertrauen, das du irgendwann einmal verloren hast, weil dir irgendjemand gesagt, dass du es nicht wert bist oder dich niedermachen wollte, das Selbstvertrauen hast du dir eigentlich schon immer verdient gehabt. Du bist es wert, dass die Frau, die du magst, dich ebenfalls mag. Und du wirst jetzt erfahren, wieso du schon längst auf diesem Weg bist und du nur noch einen kleinen Schritt brauchst, sodass du auch daran glaubst, dass sie schon längst verrückt nach dir ist. In diesem Video bekommst du 3 kurze Strategien, mit denen du ganz authentisch mit deiner eigenen Persönlichkeit interessant auf Frauen wirken wirst. Die erste Strategie, mit der du auch deine Angebetete erobern können wirst, ist erstens: Suche die Erfahrung. Ich weihe dich mal kurz in ein kleines Geheimnis ein. Wenn ich möchte, Andy Friday, Flirtcoach auf YouTube, dass meine Videos durch die Decke gehen, weil sie Hunderttausende von Menschen gesehen haben, dann sollte ich Videos machen, die sehr bequem zum Anschauen sind. Dann müsste ich eigentlich Videos machen, die nicht die kleinen grauen Gehirnzellen dort zum Anregen bringen, sondern wo du dich schön zurücklehnen kannst, wie in deinen Fernsehsessel, wo du dich berieseln lassen kannst, wie andere Männer das Leben leben, von dem du gerne ein Stückchen abhaben wollen würdest. Aber das ist nicht das Ziel. Männer suchen sich nämlich nicht gerne die Erfahrung. Männer lassen sich viel lieber berieseln. Sie treiben sich im Internet umher, schreiben Frauen mit unterwürfigen Nachrichten an, weil sie sie unbedingt von sich überzeugen wollen und schieben dann die Schuld auf Frauen, weil sie nicht die 200. identische Nachricht, die sie bekommen hat, beantwortet. Das ist nicht ihre Schuld. Die wenigsten Männer, und das ist leider immer und immer wieder zu sehen, suchen die Erfahrung, trauen sich außerhalb dessen, was sie als angenehm erachten, wo sie sich wohlfühlen, und trauen sich in das Ungenaue, in das Gefilde, wo vielleicht auch eine Niederlage wartet. Männer haben davor Angst und suchen deswegen nicht die Erfahrung. Deswegen wirst du bei uns im Coaching nicht lernen, wie du einfach nur einen besseren Spruch auf die Reihe kriegst, sodass Frauen dich mögen, sondern du wirst bei uns lernen, dass all die Möglichkeiten, die jeden Tag um dich herum sich befinden, Frauen am Arbeitsplatz, die eine süße Frau, die du im Bekanntenkreis kennengelernt hast, oder die eine Frau, die du immer wieder siehst auf deinem Weg zur Arbeit, dass alle diese Möglichkeiten, mit diesen Frauen zu flirten, zu sprechen, dich zu verabreden und mit ihnen zu schlafen, allgegenwärtig sind, solange du etwas verkörperst, was diese Frauen schon immer gesucht haben. Und das bringe ich dir hier bei. Frauen fühlen sich manchmal auch einsam. Und viele wünschen sich, selber den Mut zu haben, auf andere zugehen zu können, diesen Schritt zu wagen. Das möchten Frauen gerne selber können, aber sie können es genauso wie die meisten Männer nicht. Führ einmal diese Gespräche mit Frauen. Du wirst dich wundern, wie ähnlich unsere Bedürfnisse alle eigentlich sind. Die erste Strategie ist einfach. Sag Ja zu den Erfahrungen im echten Leben, nicht im Internet, im echten Leben, auch wenn sie dir unangenehm erscheinen. Geh an die Grenze dessen, was für dich angenehm ist, und lerne, dich dafür nicht selber zu verurteilen. Und wenn du einen Leitfaden fürs Flirten haben möchtest, dann klick auf den Link in der Beschreibung dieses Videos und schau dir auf der nächsten Seite das Video dort an. Die erfolgreichsten Männer, die jetzt eine feste Freundin haben oder endlich glücklich als Single sind, weil sie all die Erfahrungen endlich nachholen können, die sie ein Leben lang verpasst haben, das sind Männer, die ich persönlich begleitet habe. Weniger verkopft zu denken, auf die innere Stimme zu hören, den Mut zu entwickeln, den nächsten Schritt zu wagen und leichtherzig und bestimmt zu agieren. Du kennst das Gefühl von: ich sollte eigentlich, aber ich traue mich nicht. Wenn du nur zu Hause auf das Glück wartest, dann wird es nie kommen. Zweitens, dich unabhängig vom Resultat zu machen. Ich gebe es auf, mich so zum Affen zu machen, das brauche ich nicht. Ja, die anderen, die haben das leicht, aber ich habe eine viel kompliziertere Geschichte. Bei mir läuft das ganz anders. Wenn du solche Sätze denkst, dann hast du schon verloren. Für immer. Es ist aus und es liegt nur an den Sätzen, die du denkst. Sag dir doch viel lieber, wenn diese Gedanken in deinen Kopf poppen, sag dir doch dann: weißt du was? Ich war wenigstens mutig. Das zählt doch etwas, oder? Und egal wie groß der Schritt war, ich habe etwas gewagt. Ja, ich habe dafür negatives Feedback bekommen, aber weißt du was? Eigentlich war das gar nicht negativ. Es war Feedback. Ich habe daraus gelernt. Und wenn wir fallen, wissen wir, wie wir nächstes Mal schneller aufstehen können.
Das ist etwas Gutes und ich werde mich jetzt nicht mehr vor diesen negativen Geschichten, die mich mein Leben lang schon begleitet haben, mir mein Leben verbocken lassen. Das lasse ich nicht zu. Deine Geschichte ist vielleicht gar nicht so anders als ihre oder seine oder seine oder seine oder meine. Es liegt nicht an deiner Geschichte, dass es bisher nicht geklappt hat. Es liegt nicht daran, dass du ein besonderer Fall bist. Bullshit! Wie ist der alte Spruch? Wenn du die Geschichte von jedem einzelnen Menschen kennen würdest, dann könntest du auf niemanden mehr sauer sein. Wenn wir uns unabhängig vom Resultat machen, dann können uns solche Niederlagen nicht mehr aus der Bahn werfen. Und ich habe wirklich schon alle Geschichten gehört. Wir reden täglich mit Dutzenden von Männern in unserer Charisma-Analyse. Da sind Männer dabei, die mit 30 verlassen wurden, mit 40 verlassen wurden, nach 10, 20 Jahren Ehe und sie jetzt komplett vor dem Scherbehaufen keine Ahnung haben, wie sie überhaupt wieder mit Frauen anfangen sollen. Die komplett vor Null stehen. Oder Männer, die mit 28 oder sogar 38 und auch mit Anfang 40 noch Jungfrau sind, ungeküsst und noch nie mit einer Frau irgendetwas hatten. Das ist okay. Das ist nicht das Ende vom Lied. Wir haben diese Männer alle dahin bekommen, dass sie jetzt Freundinnen haben oder glücklich mit den Frauen Erfahrungen sammeln, die sie selber ausgesucht haben. Das geht. Und geht es dir so schlecht wie jedem? Alle diese Männer haben jetzt die Zeit ihres Lebens, weil sie sich für eine Sache entschieden haben. Wenn dir egal ist, was andere über dich denken und du trotzdem mutig bist, dann fühlen Frauen sich nicht mehr abgestoßen, sondern von dir interessiert. Und es geht auch nicht darum, dass du den ganzen Tag mutiger bist als alle anderen. Es geht nur darum, dass du in manchen Augenblicken, wo du weißt, jetzt kommt es drauf an, nur 10 Sekunden länger mutig bist als die anderen. Nur 10 Sekunden länger mutig als der frühere du. Und Frauen werden von deiner emotionalen Unabhängigkeit wie die Motte zum Licht angezogen. Diese Freiheit erlaubt uns erst klar zu sehen und die richtige Frau auch auszuwählen, die Entscheidung, diese Situation endlich ernst zu nehmen und anzugehen. Und die dritte Strategie, such dir Lehrer, denen du vertraust. Brauchst du dafür mich als Coach? Nein! Du brauchst niemanden. Das ist ja genau das, was ich dir schon immer näher bringen wollte. Du brauchst Frauen nicht, du brauchst mich nicht, du brauchst nicht die Erwartungen zu erfüllen von deinen Eltern oder den anderen Menschen, die dir sagen wollen, wie du dein Leben zu leben hast. All das kannst du in die verdammte Tonne kloppen. Du brauchst all das nicht. Und du weißt ja auch selber, was das Richtige ist. Du weißt theoretisch auch, wie du auf Frauen zugehen sollst, wie du attraktiv bist, wie du dich interessant für sie machst. Dieser Leitfaden steckt schon in uns, in unserer DNA. Du brauchst nicht den 99. Tipp auf YouTube. Du weißt, was du zu tun hast. Aber irgendwo hadert es trotzdem, oder? Sonst wären wir nicht hier. Was du brauchst, ist vielleicht ein bisschen Mut, Unterstützung, einen leichteren Leitfaden, um dieses Selbstvertrauen auch wieder zu kultivieren. Und ein Coach, so wie ich, ist im Grunde genommen nur eine Abkürzung. Es ist wie ein Wurmloch im Universum. Du kannst da auch selber hinkommen. Das kannst du schaffen. Zu deiner eigenen Zeit, in deinem eigenen Tempo. Aber wenn du in 13 Wochen dieser Mann werden möchtest, der sich nicht mehr diese Sorgen macht, sondern der Resultate sieht, ja dann klicke auf den Link in der Beschreibung und komm zur Charisma-Analyse. Wenn du endlich für Frauen interessant werden willst, aber nicht weißt, wo du anfangen sollst und daran mit mir zusammen arbeiten willst, dann habe ich ein richtig cooles Angebot für dich. Klick auf den Link in der Beschreibung und du kannst mir deine Fragen einfach direkt stellen. Wenn du nur ein oder zwei kleine Tipps abholen möchtest, weil du glaubst, das ist der Grund, warum es noch nicht geklappt hat, dann kann ich dir nicht helfen. Wenn du Frauen manipulieren möchtest, dann will ich dir nicht helfen. Aber wenn du es ernst meinst, endlich die Frau an deiner Seite zu haben, mit der du dir eine Zukunft aufbauen kannst, oder einfach nur mehr Erfahrungen zu sammeln mit Frauen, die du wertschätzt, ja, dann werde ich dir helfen. Klick auf den Link in der Beschreibung oder hierhin und auf der nächsten Seite wirst du dann ein Video sehen, der dir diesen gesamten Prozess genau erklärt. Wir haben nur begrenzte Plätze unter der Woche. Wenn es dich also wirklich interessiert, dann klick jetzt hierhin und wir sehen uns auf der nächsten Seite.